Weil ich meine, er hatte ja uns jetzt 6, 7 Elfen entgegengeworfen und das war's. Das wirkt nicht wirklich als Bedrohung. Und seine bunt leuchtende Rüstung ist, naja, gut. Oh, was haben wir da? Das wird dann wohl primär oder dunkel. Ja, eher dunkel. Vergesst immer, dass die Elementarier nicht nur Feuer, Wasser, Luft und Erde hier sind, sondern auch Licht und Schatten. Flüsternde Schatten weg da. Nix, nix. Klick. Irgendwo hat es gerade geklackert und ich. Ah, okay. Konnte mich nicht bewegen. Ah. Hallo. Bye bye. Du heil uns bitte. Schützen, schützen, schützen. Du schützt uns bitte. Du schützt uns bitte. Du schützt uns bitte. Du schützt dich. Elite-Meuchler. Ja, okay, das passt schon eher zu den mysteriösen Elfen. Dass er uns ein paar Handlanger entgegenschickt, dann verschwindet und dann kommt der Rest. Gift. Hinterstanden? Was? So. Feuerball. Ah ja. Noch mehr Gift. Ich hoffe, jetzt hat der Falsche widerstanden. Ja, alle vergiftet. Britzel. Schutz. Feuerball. Heilung. Britzel. Hauen. Töten. Eine Holzfäller-Axt, okay. Schutz, 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 Schutz. Komm. Hallo. Gift und da und überall. Ja, Schutz. Autsch. Wusch. Und kaputt. So, Stufenaufstiege. Du, der nie trifft. Du, der nicht tanken kann, weil er nur einen spotten kann und der Spott nicht trifft. Paladin ist echt doof. Also Kreuzritter. Ich hätte eine reine Magiergruppe machen sollen. Oder ein Takatakaterik, ein Bogenschützen-Gerugon und zwei Magier. Sowas in der Richtung. Also zwei Fernkämpfer, zwei Magier. Ich mache mal nur einen Punkt auf Vitalität, weil wir haben ja gesehen, dass er recht lange durchhält. Sogar gegen die Elite-Luft-Elementar-Dinge. Das heißt, er braucht einfach nur mehr Wahrnehmung, damit seine Spots auch mal treffen. Bestätigen. Und Fähigkeiten. Brauchst du Kriegsführung, damit du hoffentlich später diesen Abfang hast. Ich hoffe und bete zu den Elementen, dass Abfang ein Flächenspott ist. Aber wahrscheinlich wird er einfach nur Schaden random von irgendjemandem abfangen, was aber auch schon ein guter Anfang ist. So, Kriegsführung kannst. Ja, Licht. Licht wohl ja auch noch. Aber ja, erstmal lehnt er jetzt Schädel spalten und unaufhaltsamen Angriff, sobald der Experte drin ist. So, Trick. So, 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 so. Feuer, 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 Feuer. Bist du schon ganz hoch? Magischer Fokus, ja. Ja, tut mir leid, Derek. Du bekommst erstmal Ausdauer. Und dann bekommst du magischen Fokus. Weil du bald auch mit so einem Bling-Bling-Ding hier rumläufst. Du ein. So. Fähigkeiten. Sein. Ja. So, nächste Stufe könnte sie Experte werden. Und dann kann sie anfangen, die Stäbe zu benutzen, was schon mal ganz gut ist. Die stapeln sich ja doch ein wenig. Apropos stapeln. Oh, das ist viel zum Sortieren. Du müsstest eigentlich schon so ein Kugelding benutzen.
6 Widerstand gegen Luft. 2 Wow, 2 Stufen Fähigkeit in Erdmagie. Her damit. So. Ringe machen immer nichts. Also die unmagischen Ringe. Muss Experte in Schild sein. Kannst du, bist du schon? Nein, bist du nicht. So, Ring, Schmuck, alles nach oben. Normale Zweier-Sandalen nach unten. Wir brauchen keine 2-9er-Schilde, das kann also auch nach unten. Tiara brauchen wir nicht. So, fürs Erste. Irgendwann wird unser Inventar nur noch aus Tränken bestehen. Dann brauchen wir echt das Pferd, nur um unsere Beute nach Hause zu bringen. So, raus. Klick. Ah, hier ist jetzt... Boah, ist schon wieder so dunkel hier. Hier wird jetzt auch irgendwo noch eine Druckplatte sein. Oder auch nicht. Also die Druckplatte im anderen Raum war dann wohl nur dafür da, den Raum hier aufzumachen. Und in dem Raum war nur das Buch. Raus aus diesem dunklen Raum. So. Immer schön wieder den Zauber. Da kommen wir her. Okay, dann müssen wir jetzt in den Wald. Der Wald wird wohl für die Erdscheibe da sein. Genau. Ja, also das war definitiv ein Oberbösewicht, den wir später bekämpfen werden. Und das war quasi unsere erste Begegnung mit ihm. There are enemies ahead. Oh, hallo. Oh. Was? Wie? Wo? Herr der Limiter will Steinhaut. Wir laufen rückwärts. So. Ja, okay, hält nichts aus. So. Der wird nicht mehr rankommen. Brutzel. Piu. So. Was bist du? Oh. Wer wagt es, den Zorn Gralkors herauszufordern? Den Fürsten der Erde? Es war jetzt ein optionaler Boss, den ich aus Versehen geweckt habe. Kämpfen wir. Okay. Ja, der ist nicht stark. Schutz. Das da. Okay, jetzt ist er erst dran. Ich dachte, er wirkte eben schon groß genug, um ganz dran zu stehen. Du Spott bitte mal. Schaden. Gift wird nicht bei ihm wirken. Wurzeln wird komplett widerstanden. Also sowohl das im Schlingen als auch der Schaden. Das verfehlt. Du Spotten. Ha, Spotten hat mal funktioniert. Du Trinken. Du. Hau ihn. Du Trink was. Das machst du. Au. Betäubt. Ja, nicht gut. Du Spotten. Betäubt. Hast du irgendwas gegen Betäubung? Wir könnten... ich mach mal Erdabwendung. Vielleicht zählt das Betäuben mit als Erdspruch. Luft auf dich. Puff. Okay. Du trinkst sofort einen Zaubertrank. Du machst eine Heilung. Du blitzdingst ihn und er haut Gerogon fast kaputt. Du machst einen Schutz. Du guckst, was wir noch so haben an Zaubern. Heilt geschwächte Gruppenmitglieder. Nein.
Ja, du kannst nichts machen. Also du hast noch Eiszauber, ja, aber... Na gut, nimm den Eiszauber. 33 ist besser als nichts. So, Blitz. Weg. Tirik. Auf. Verdammt. Trank. Talana ist, glaube ich, K.O. Genau, ich habe sie schon jammern hören, bevor der Schaden eingetroffen ist. Du Trank, du Feuer. Du neue Heilung. Wow. Du Schutz. Feuer, Trank, Blitz. Trick ist tot. Also K.O. Neuer Schutz. Noch eine Heilung. Genau. Das und das und Laser tot. Gib ihm. Gib ihm. Und while they were not able to defeat Ralford, the Stone Giant acknowledged their courage. Oh, wir haben nicht mehr gewonnen. Ich bin besiegt. Das haben wir doch gewonnen. Was erzählst du da, Erzählerin? Es ist lange her, seit Kralkur zuletzt von Sterblichen in einem anständigen Kampf besiegt wurde. Ihr seid Sylanas Segen wert. Oh. Kriegen wir jetzt einen Göttersegen? Okay. Wer oder was bist du? Seid ihr taub? Ich bin Kralkur der Grausame, Fürst der Erde. Diejenigen, welche früher hier gelebt haben, wussten den Altären mit mehr Achtung zu begegnen und haben sich bemüht, sich an den Namen zu erinnern. Ja, für welchen Zweck hat dieser Ort? Die Kinder vergessen zu viel und zu schnell. Dies ist die Schmiede des Frühlings, eine der vier Schmieden, die von einem Volk erbaut wurden, das älter ist als eure. Sie haben sich zu Helden gemacht, indem sie die Segnung der Drachen suchten. Doch diese Altäre hat schon seit Jahrhunderten niemand mehr besucht, nicht seitdem die Kinder des Lichts und des Dunkels einander bekriegt haben und die Städte der Shantiri zu Staub zerfallen sind. Auftrag Heldenschmiede. Die irregeleiteten Kinder haben Sylanas Altar verwüstet, in der Hoffnung, den Zorn der Erde wachzurufen. Doch ihr habt den Altar wiederhergestellt, bevor Schaden entstehen konnte. Haben wir? Das ist... Okay. Als Belohnung gewährt euch Sylana ihren Segen, euch in ihren heiligen Wäldern bewegen zu dürfen. Vielleicht könnt ihr den Schritten der Shantiri folgen und euch zu Helden machen, indem ihr die Segnung der anderen Drachen sucht. Alle ihre Altäre sind hier in der Schmiede der Elemente, aber ihre Scherben wurden vor langer Zeit gestohlen und in alle Winde verstreut. Wenn ihr die alten Wege begehen wollt, sucht nach den verlorenen Scherben und bringt sie hierher zurück. Doch seid gewarnt, es wird andere Prüfungen geben. Also Prügel. Bye bye. Grupp ist nun gesegnet mit Sylanas Segen. Zack. Sylanas Segen steigert den Widerstand aller eurer Gruppenmitglieder gegen Erdmagie um 5. Das Geschenk des Elementardrachen der Erde befähigt euch außerdem, Wege durch Dickiche zu finden, wo andere scheitern. Okay. Und das hier ist der Altar. Und den haben wir wiederhergestellt, indem wir gegengetatscht haben und ein Erdelementar verprügelt. Das hätten sie ein bisschen besser machen können. Also ich weiß, ich bin ein bisschen kritisch bei sowas, aber ich mag das Franchise halt sehr. Und da finde ich es doof, wenn so ein paar Sachen etwas zu fadenscheinig sind. Und auch, dass unsere Helden gezwungen sind, quasi am Anfang Raider zu sein und dann, ne? Ihr müsst Helden werden. Geht nicht anders. Hier, macht das und das und das und seid ihr ein Held. Aber na gut, vielleicht gibt es später ja noch ein Add-on, dass man auch eine böse Gruppe spielen kann oder so. Klick. Oh, eine große Kiste. Wow, Plattenrüstung und eine vermuschelte Keule mit Stacheln dran. Und ein Lagerraum, wo wir entweder eine riesige magische Barriere zerbrechen müssen, um ranzukommen, oder über Kisten springen. Und da wir nicht springen können und auch nicht klettern, müssen wir durch die riesige magische, uralte Barriere gehen. Komm schon, das könnt ihr nicht bringen.
Klick. Pulsierende grüne Flüssigkeit. Widerstand gegen Erdmagie, ja. Also Spielmechanik ist schön, keine Frage. Aber solche Sachen, nee. Mach da eine Wand hin, bitte. Wenn Spieler daran erinnert werden, dass es quasi, ne, unsichtbare Wände gibt, das ist immer doof.